Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder TomKotze27. Ihr seht es heute auf eurem Bildschirmen, auf Handys, keine Ahnung, Laptops, Tablet, iPad. Mir auch egal eigentlich. Nicht von Lego, sondern ein Videospiel. Vielleicht kennt ihr es, Rollercoaster Tycoon 3. Das ist die Deluxe Edition. Da sind noch drei Spiele mit beinhaltet. Rollercoaster Tycoon 3, Rollercoaster Tycoon Suckets. Rollercoaster Tycoon World. Das Spiel ist freigegeben ab 6. Weil auch die Menschen sind, zum Beispiel, wenn man etwas falsch gebaut hat und da zog ein Gleis, fallen die Menschen raus und die Züge brennen und explodieren. Also für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Hier nochmal aufgeführt ist eine 3 Game Boxe, ein Boxenset. Es ist zwar nur eine CD, die ist gerade bei mir im Computer. Aber egal. Hier, ja, ist eigentlich egal, wie die CD aussieht. Das Spiel gibt schon ein bisschen länger, das sieht man hier in dem Riss. Mir ist es mal runtergefallen. Hier ist alles aufgezählt. Dass man sich alles stylen kann. Was die drei beinhalteten anderen Spiele noch machen können, was sie noch für Funktionen haben, wie zum Beispiel Spaß bis der Arzt kommt. Apropos, es gibt auch, wie gesagt, das Spiel ist ab 6 geeignet und es gibt wie so Krankenstationen, wie so kleine Häuser. Die passen jetzt auf ein Feld. Da können sich die Menschen jetzt, wenn sie sich eine Wunde geholt haben, ein Pflaster. Also, ich halte euch mal den Strichcode hin. Also, mein Licht geht gerade nicht. Hier. Ja, Marian. Also, das Spiel ist von Art. Ist von ATI, das ist die Abkürzung für Atari. Ist eine Dolby Digital, also es ist geeignet für Windows XP, Windows Vista, Windows 98, Windows 95, Windows 2000. Dafür ist das Spiel nicht geeignet, denn es ist ein 3D-Animation-Spiel. Bei mir hängt es sogar schon immer schon und mein Computer ist nicht gerade alt. Ja, und wie immer, alles ist schreibgeschützt, ist auch in Ordnung so. Ja, also bis zum nächsten Mal, das war gerade heute ein kurzer Mock. Und ihr könnt raten, bald kriege ich einen Film über ein bestimmtes Set. Diese Figur kennt ihr vielleicht? Ja, also wartet einfach bis zum nächsten Mal. Ich werde bestimmt eure, die Kommentare beantworten. Und ich hatte auch schon mal etwas hochgestellt, das Star Wars Newsletter. Könnt ihr mal eingeben. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr über Star Wars wissen wollt. Lego Star Wars, Lego 1313, also alle Videospiele. Könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Ich nehme Kommentare gerne an. Ihr werdet dann keine Briefbombe bei euch im Briefkasten finden. Keine Angst. Schreibt, was ihr wollt. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ja. Ich sehe euch bestimmt das bald wieder. Also, tschüss.